Herzlich willkommen zu unserer FSB-Studio-Produktion. Mein Name ist Reinhard Bades und ich führe heute durch die Welt der experimentellen Medien. Wir werden hier nicht nur über den Entstehungsprozess von FSBs reden, sondern auch schon zukünftige Projekte vorstellen. Aber nun zum Gründer und Chef von FSBs TV, Markus Wintersberger, welchen wir in seinem Büro getroffen haben. FSBs TV war so quasi eine Initiative, die 2008 hier gestartet wurde, um quasi diesen kreativen Raum, der hier auch eigentlich von den Studierenden sehr stark eigentlich gewünscht, gefordert oder auch erarbeitet wird, dem auch quasi eine ideale Plattform zu geben. Gerade mit diesem Instrumentarium der Medien, des medialen, sehr avancierten Systems, das wir hier haben, haben wir versucht, dann das zu bündeln und dem Ganzen auch einen Namen zu geben. Und der Name war eigentlich relativ schnell so eine Bauchentscheidung, FSBs TV, einfach das so zu nennen. Space als Raum, als offener Raum, als unendliche Möglichkeit für eine Variabilität von Produktionen, die sich jetzt dann eigentlich seit damals eh schon ganz gut und sehr schön im Netz abbilden. Das war auch noch einmal ein zusätzlicher wesentlicher Schritt, der heuer noch einmal quasi gesetzt wurde von der aktuellen Gruppe FSBs TV Assistentinnen, wo ja jetzt auch 6 Studierende sehr intensiv mitarbeiten, auch wieder im Team, wo eine Studierende, die Cornelia Rammler, gleich von Anfang an die Idee gehabt hat, eigentlich eine neue Homepage aufzusetzen, ein Art Web-Log-System mit WordPress, sehr gut gebaut und wunderbar, jetzt eigentlich auch noch einmal eine zusätzliche Spiegelung unserer Inhalte, eine Bündelung, eine Verdichtung, auch immer wieder natürlich eine Aktualisierungsmöglichkeit für diesen Blog, der gegeben ist, wo man ständig eigentlich Aktivitäten von FSBs TV als auch spannende Aktivitäten rund um das Medium oder um die FH St. Pölten posten kann und dadurch auch den Kreis oder den ja, die Streuung einfach um einiges noch einmal erhöht. Wir haben nicht nur mit Markus Wintersberger gesprochen, sondern baten auch Chris Müller vor die Kamera. Er war Student der FH St. Pölten und nahezu von Anfang an aktiv für FSBs TV. FSBs TV ist das experimentelle Fernsehformat der FH St. Pölten. Das Konzept ist, wir filmen Performances, Ideen oder Stories, die werden filmtechnisch umgesetzt und dann wird versucht, das Ganze kreativ wiederzuspiegeln. Also es ist nicht eine rein dramaturgische oder sagen wir eher dokumentarische Erzählform, sondern der Beitrag selbst soll zum Kunstwerk werden. Ja, auf jeden Fall. Also mit jeder Generation an Studenten verändert sich FSBs TV. Das ist auch gut so. Es soll wachsen, es soll sich verändern. Und man braucht sich nur die Sendungen von Anfang an anschauen. Und man sieht da, es hat sich wirklich sehr verändert. Mit einem Satz, ziemlich intensive Zeit. Also lange Stunden vor dem Schnittcomputer. Durchzechte Nächte vor dem Computer. Und aber auf jeden Fall eine sehr schöne und interessante Zeit. Wir haben leider schon das Ende unserer Sendung erreicht. Zum Abschluss haben wir euch einige Impressionen von unserem YouTube-Channel vorbereitet. Schaut einfach rein. Viel Spaß dabei.
We'll be right back.